schönen guten Abend zum 7. Gipfeltreffen. Heute mit Olaf Schubert, mit, ich hab's notiert, mit Thorsten Sträter und Johann König. Ihr beide wart, glaube ich, auch schon mal dabei. Und ich habe es ja angekündigt, heute eine besondere Überraschung. Wir werden ja heute das erste Mal hier beim Gipfeltreffen eine Frau begrüßen, eine Expertin. Und wir sind alle schon gespannt. Wie wird sie aussehen? Also, wer wird es sein? Das ist natürlich die Hauptthematik. Ja, aber zu viertes möchten wir uns natürlich in erster Linie den Fragen unserer Zuschauer stellen. Und man möchte von uns wissen, in England wurden diese Woche Denkmäler von Kolonialisten gestürzt. Also nicht von den Kolonialisten gestürzt, sondern also auf den Denkmälern waren Kolonialisten zu sehen. Diese wurden gestürzt, ich glaube, das war in Bristol. Ja. Bin ich alles falsch, ja? Und man möchte also wissen, welche Denkmäler sollten eurer Meinung nach noch gestürzt werden? Also scheinbar, wenn man jetzt gerade mal so dabei ist, dass man da im Flow bleibt. Es gibt ja in Chemnitz dieses Karl-Marx-Denkmal, da war ich mal. Ich finde, wichtig beim Denkmal ist, dass man drauf klettern kann. Und wenn man, das ist glaube ich 13 Meter hoch, wenn man da die Nase runterrutscht, dann hat man immer noch 8 Meter zu fallen. Also, aber ich hätte, ich würde diesen Kopf, es ist ja sein Schädel, der war ja ein Dickschädel, der Karl-Marx, ich würde diesen Kopf gerne zur Seite drehen. Dass er mir liegt. Dass man ihn liegt, um damit einfach, also es war ja von der Theorie her gut, was er gesagt hat, es ist aber doch auch gescheitert. Und dass man durch die Drehung das so ein bisschen anspricht. Das heißt, dass man darüber nachdenkt, woran ist die Theorie, warum ist die Theorie in der Praxis so schief gegangen? Starke These. Wie in Chemnitz. Ja, starke These. Natürlich besteht dann die Gefahr, wenn die Figur liegt und du rutschst auf der Nase runter, dass du dann im Bart hängen bleibst. Na klar, aber man könnte sich schön ins Ohr setzen. Ja. Gut, gute These. Gut, stark. Was sagst du, Thorsten? Was? Hermann der Cherusker, hier Hermann der Cherusker, dieses Hermannsdenkmal, teilt den Teutoburger Wald zu ungut ein. Ich würde da zack rein nach Bielefeld, also umsetzen. Sonst hast du ja Wald, 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 Statue! Und dann wieder Wald, Wald, Wald. Und da, das stört, finde ich. Das stimmt. Also, ich glaube, ich würde danach gehen, ich würde, alle Berittenen sind mir suspekt. Also immer, die auf Pferden saßen, da denke ich immer gleich, oh, vielleicht doch lieber, zumal, ich glaube auch, das Pferd ja dann Symbol der Unterdrückung ist. Also das Pferd steht für mich dann auch sinnbildlich für den Lurch, für die Amöbe, für den Iltis. Ja, stimmt, ja. Pferd finde ich auch. Ich habe auch, bei uns im Ort steht auch so ein Typ, auf dem Pferd, da weißt du auch nicht. Ich sag, wer ist das? Ja. Heinrich der Zweite, Zorro, steck's nicht drin. Und für wen sollte man eurer Meinung nach Denkmäler errichten? Heutzutage, neue? Ich glaube, dass Jürgen Drews nicht stirbt. Aber wenn er nicht unsterblich sein sollte, dann Jürgen Drews. Weil so eine, ich finde, so eine Jürgen Drews-Statue gehört in jede größere Stadt eigentlich. Auch ohne Grund mal. Einfach, dass man so ein bisschen ein Bett im Korn fällt. Das war ein Kracher, oder? Und es ist unbequem. Also ich hab's. Ich höre es immer wieder gerne. Ich glaube, wie alt ist Jürgen Drews jetzt? 92. Und der sieht aus... Sicher unter 100. Besser unter 100. Als wir alle. Ja. Besser als wir alle, der Jürgen Drews. Dem wünsche ich ein langes Leben. Und eine Jürgen Drews-Statue oder Batman würde ich gerne sehen in Dortmund. Oder die anderen halt nicht. Ja. Also ich zum Beispiel, ich wollte für mich kein Denkmal, um das gleich jetzt auch mal der Weltöffentlichkeit kundzutun. Also ich bin nicht der Typ für Denkmäler. Also wenn, dann wünsche ich mir maximal so einen kleinen Triumphbogen, so wie in Paris diesen Arc de hier Pompadour, aber halt in klein. Ich möchte plastiniert werden von diesem Dr. Tod, Gunther von Hagen. Oha. Ich möchte in Unterhose vor der PlayStation so für immer. Das würde ich wohl machen. Aber aufgeschnitten, komplett aufgeschnitten? Was denn? So, ohne Haut? Du kannst mir die Beine so in Scheiben unterteilen, ja, aber oben möchte ich schon den Controlletti halten. Okay. Da bin ich dabei, das würde ich machen. Und man erkennt dich an der Mütze? Ja, man erkennt mich generell. Ab hier ist wieder alles recht fleischig und normal und alles andere ist so in Scheiben unterteilt, dass man sagen kann, guck mal, ein Knie. Und trotzdem, das würde ich machen. Schön. Kommst in die Westfalen der 2, irgendwann eines Tages, wenn die wieder wen reinlassen und dann hätte ich Bock drauf. Spielt keine Rolle. Wir wissen es alle, in Amerika herrscht große Unruhe. Da ist ja ein Tohuwabohu, es hat sich in die ganze Welt übertragen. Und es wurde ja von gewissen Kreisen in den USA gefordert, dass die Nationalgarde, man halte sich fest, auf Demonstranten schießen soll.
Jetzt fragt man uns, wäre das auch etwas für die Bundeswehr? Tut mir leid, dass ich da jetzt gelacht habe. Die Frage muss doch sein, warum und außerdem womit? Das steht nicht da. Also naja, es wurde getweetet, wenn geplündert wird, dann wird geschossen. Mhm. Und wenn ich mir das in Deutschland vorstelle, dass unser Bundeskanzler, dass der sagt, er ruft die Annegret an wahrscheinlich. Und, wenn er die Annegret anruft und sagt, so, jetzt sagst du, dass die Bundeswehr kommen soll. Und dann kommt die Bundeswehr mit den G36-Gewehren. Da würde man noch denken, schieß doch, schieß doch. Ach, weil die nie funktionieren. Weil die ganz heiß werden und daneben schießen. Ich habe es einmal erlebt, da hat meine Freundin, die Carola, sie hat nachts den Kühlschrank geplündert. Da hätte ich ja schießen können, theoretisch. Schön, wie sensibel mit dem ganzen Thema umgegangen wird. Ich fühle mich schon wieder richtig wohl. Ich möchte schon wieder, werft bitte jemand eine Decke über mich. Ja. Aber schön. Aber du hast dich zurückgehalten. Ja, natürlich. Ja. Bei uns im Haus ist Gewalt ein absolutes Tabuthema für Sie. Und ja. So, was gibt es denn sonst noch so für Fragen, die man an uns richtete? Eine der prägendsten Momente in meiner Schullaufbahn, also prägend für mein humanistisches Weltbild, war der Moment, als Uwe Propsohn, nachstehend genannt Metzgerssohn, mit zwei Plastiktüten voll Kuhaugen in Biounterricht reinspaziert kam. Die durften wir dann jeder für sich so ein Auge sezieren. Und während ich am Sezieren war, stellte sich mir die Frage, die ich heute gern beantwortet haben möchte: Was ist eigentlich glitschiger? Ein Kilo Augen oder ein Kilo Butter? Bitte. Die Frage ist auch, was ist schwerer? Ja. Kennt ihr die Frage, was ist schwerer, ein Kilo Federn oder ein Kilo Blei? Ja. Ich hab's nicht begriffen früher als Kind. Wie können Federn genauso schwer sein wie Blei? Hab ich auch nicht, war total heftig. Ja. Kennst du den Witz von der Frau, die zu ihrem Mann sagt, du Schatz, ich hab die Schere verschluckt, und er sagt, mach nichts, ich kauf dir eine neue? Nee. Erzähl ich dir nachher. Okay. Ich hab... Das führt aber weg vom Thema. Völlig. Was gebe das wissenschaftlich an. Woraus besteht Butter? Hauptsächlich aus Fett. Butter ist ausgesprochen fetthaltiges, leckeres, butteriges, milchartiges Geschmonke. Augen indes sind gallertartig tatsächlich. Wenn man die Lederhaut durchsticht, ist es eine, und es ist widerwärtig, eine Hast du das schon mal gemacht? Ich habe mich mal darüber kundig gemacht. Das Auge ist halt, das Auge kann auslaufen, ist gallertartig. Und ich glaube, dass es um Längen glitschiger ist, wenn die Frage ernst gemeint war von Gildo Horn, als Butter. Ich finde, es passt auch bedeutend besser zu so einem strammen Max als Auge. Und es ist eigentlich eine eklige Frage. Niemand sollte in die Verlegenheit kommen. Das sind so diese Standardfragen. Ich habe das schon 100 Mal beantworten müssen. Was ist glitschiger, eine Tüte Augen oder eine Tüte Butter? Also das stimmt eigentlich. Ich will es nicht noch mal erklären, muss ich ehrlich sagen. Wir können weitermachen. Hallo, ich sende herzliche Grüße aus meinem Auto. Hier wohne ich jetzt. Warum auch nicht? Ich habe eine Frage. Und zwar, was wäre, wenn es kein Geld mehr gäbe? Wenn das Geld weg wäre? Wenn wir Geld nicht mehr benutzen würden? Was sagt ihr dazu? Ich arbeite dran. Das wäre bedauerlich. Ich bin großer Freund von Bargeld. Ja? Ja. Ja. Muss ich echt sagen. Kein Geld mehr gäbe, was denn dann? Dann gäbe es nur noch Bitcoins. Dann wäre alles virtuell, auch die Waren. Dann bekäme man ein Planschbecken als Foto und würde denken, das ist bestimmt schön. Also ich muss sagen, mich ficht es überhaupt nicht an. Also ich gucke ja auch jetzt nicht, was das kostet. Ich ziehe die Karte durch. Also für mich würde sich, glaube ich, überhaupt nichts ändern. Braucht ihr unbedingt, ihr seid, das ist, glaube ich, so diese westdeutsche Mentalität. Absolut. Geld ist wichtig für euch scheinbar. Für uns im Osten, für uns ist es egal. Dann kommen wir zur nächsten Frage. Hallo, ich bin der Joker. Man hört's und man sieht's. Einige kennen mich bestimmt noch aus den USA. Und
Ja, tolles Format, muss ich sagen. Also vor allem der Typ in der Mitte. Geiler Charakter. Ja, nun aber zur Frage. Ich habe gehört, dass hier in der BRD die Bordelle demnächst wieder eröffnet werden sollten. Da wurde ein spezielles Hygiene- und Abstandskonzept entwickelt. Jetzt habe ich erfahren, die Bordelle bleiben zu. Also warum? Das ist ja bestimmt nicht nur für mich interessant, sondern auch für andere Frauen und Männer. Also allgemein. Warum? Um Antwort wird gebeten. Um Antwort wird gebeten. Ich bin hingerissen und weiß nicht, worum ging's. Ich fand's toll. Worum ging es? Bordelle. Es ging um die Bordelleöffnung. Ja. Und warum nicht oder warum doch? Das, wegen des Virus. Das Virus wird ja. Der Virus. Das Virus. Das Virus. Der Virus. Das Virus. Wird nicht über Geschlechtsverkehr übertragen. Darum. Kann man doch sagen, warum nicht? Also es ist ja eher eine orale Geschichte, das heißt, wenn ich dir jetzt aus Versehen auf den Penis niese, dann würde, dann würde ja, und ich bin infiziert, dann würde ja das Virus nicht den Weg in deine Lunge finden. Es sei denn, du bist sehr gelenkig, oder? Aber es würde. Ich wüsste jetzt nicht. Warum? Also, es wird nicht passieren. Ich meine, warum solltest du, warum sollte dein Penis in meinem Niesbereich. Genau, du sollst ja in den Arm aufhalten. In die Beuge niesen. Ja, aber es ist ja eigentlich, wenn man sich, wenn man Abstand hält. Ist es ja möglich, auch im Bordell Abstand zu halten. Man kann ja, es sei denn, man ist sehr klein, aber dass die zwischen den Köpfen 1,50 Abstand ist, ist ja möglich. Ach, du meinst, dass die Länge dann doch eine Rolle spielt? Ja, der Abstand zwischen den Köpfen ist ja wichtig. Das so. Andere kann ja, kann man ja. Das stimmt. Oder? Ja. So wie ich den Herrn Lauterbach verstanden habe. Es geht ja um das Penetrationsgeschehen. Wenn, also, wenn der Penis in die Scheide eindringen soll, das kann ja dem Virus egal sein. Ja, aber man, ich denke, es geht schon doch um die Länge. Also, das, was meinst du, Thorsten? Also, ich finde es schade, glaube ich. Dass die Bordelle geschlossen bleiben? Dass die Bordelle geschlossen bleiben, ist sicherlich aus arbeitstechnischer Sicht und aus einkommenstechnischer Sicht schade, aber aus virologischer Sicht durchaus nachvollziehbar. Doch, doch. Das ist keine besonders pointierte Antwort, ich weiß das selber. Ich glaube aber, es liegt ja auch daran, dass es nur schwer ist, diese Abstandsregeln zu überprüfen während des Vollzugs. Da müssen sich ja Freiwillige finden, die dann quasi dem beiwohnen. Und ich kann es zeitlich nicht immer einrichten, das muss ich sagen. Also, ja. Oder man muss halt gleich einen mitbringen, der aufpasst, dass man mit den Eltern hingeht zum Beispiel. Dass die Eltern daneben und halt schauen, dass der Abstand eingehalten wird. Ja. Dann gibt es auch mal ein mahnendes Wort. Ja, das ist richtig. Das ist zu nah, Gunnar. Ja. Und dann weiter. Nächste Frage. Ja. Ich ziehe jetzt mit meiner Familie nach Norddeutschland. Aber wir wurden gewarnt. Es gibt da die steife Brise. Was ist denn das? Steife Brise. Macht man sich ja schon Sorgen. Die steife Brise, das ist ein harter Wind. Das ist ein Molekülsturm. Man muss dazu sagen, für Zuschauer, die sich erst momentan einschalten, Johann König versucht, einen Dialekt nachzumachen und spricht deshalb so ein bisschen, als würden die Tabletten so hier rauslaufen. Steife Brise, ja. Aber der Ansatz ist trotzdem, glaube ich, richtig. Ne? Es ist ein Wind und... Wind. Es ist viel Wind. Viel Wind. Es ist viel. Es ist aber kein Orkan, sondern es ist so ein Dauerwind, so eine dauerhafte steife Brise. Es ist, wenn diese Sorte Wind Musik hätte, wäre sie von Santiano. Stimmt. Stimmt. Was haben wir noch für Fragen?
Hallo, hier ist die Emi. Ja, also ich habe da mal eine Frage. Ich überlege mir, eine Katze zu holen. Wenn natürlich am liebsten eine aus dem Tierheim. Die hat es echt gut bei mir. Und mich interessiert jetzt, wie viel Leben hat die dann eigentlich noch insgesamt? 7 oder 9? Ja, das sagt man so. Die Katze hat 9 Leben oder 7. Man weiß ja aber nicht, wie oft sie vorher schon gestorben ist. Das ist eben der Punkt. Du musst halt schon 8-mal mit dem Schrubber draufkloppen. Und wenn das einmal zu viel war... Aber was nützt es auch, wenn man das weiß? Weil wenn sie tot ist und irgendwann wieder, weil sie erst 5 Leben hatte, dann kommt sie wieder, aber ja nicht bei einem selber. Wo kommt der Brauch eigentlich her, zu sagen, eine Katze hat 9 Leben? Na, da ist aus der Mathematik. Aus dem... sowas denkt sich ja keiner aus. Also ich denke mal, wenn man die Katze jetzt aufschraubt, da ist drin ein Zähler. Also so... Also immer, wenn sie angenommen jetzt überfahren wird oder wenn ein Kind da irgendwie die kaputt macht, dass dann immer automatisch so ein Klick, also man genau, müsste das macht dann, der Katalysator, der ist in dem Tier verbaut. Und dann kann man das halt sehen. Von außen ist es, glaube ich, wirklich nur schwer zu erkennen. Also man muss das mal probieren, wenn man die Katze so ganz doll schüttelt, dann hört man den auch klackern, diesen Zähler. Dann macht er so blub, 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 dann fliegt er so hin und her. Und wenn man die Zutat schüttelt, kann es auch sein, dass er sich automatisch runterrechnet. Mein Vater hat gesagt, wenn man an sich rumspielt, stirbt ein kleines Kätzchen. Ja? Hat er das für dich? Nee, Quatsch. Das war nicht mein Vater. aber irgendjemand hat das gesagt, um mich davon abzubringen. Stell dir mal vor, es wäre andersrum. Immer wenn ein kleines Kätzchen stirbt, muss man an dir rumspielen. Das wäre stressig. Das stimmt. Milliarden von den Tieren. Ja. Ja, man sagt ja auch so Mieze, sagt man ja auch. Mm-mm. Man sagt auch Mieze zu Katzen. Also ich, in Dresden sagt man Mieze-Katze. Da gibt es ja diese Geschichte im, wo wohnen die Katzen? Im Mietshaus. Ja, genau. Die ist eine alte Geschichte, ein ganz altes Märchen, glaube ich, von den Gebrüdern Grimm. Mhm. Und da stammt das, glaube ich, weil die unterschiedliche Stockwerke hatten, diese Mietshäuser, 7 oder 9. Das 8. gab es nicht. Und deshalb hat die Katze 7 oder 9 Leben, damit sie aus jedem Stockwerk einmal in Ruhe rausspringen kann. Mhm. So war das. Ich denke, damit ist sie Eni zufrieden. Ja. War das Eni? Ja, ich kannte die Person nicht. Eni haben wir noch. Mach mal. Ja? Das war Eni van der Meiglockjes. Ah, kenne ich nicht. Aber große Bäckerin. Ja. Ganz charmante Frau. Ich wollte gerade sagen, kenne ich nicht, aber hat zugenommen. Schnittmaterial, immer wieder schön, wenn man weiß, wann es kommt. So, was will man denn noch wissen? So, ihr drei Super-Experten. Woran bemerkt man, dass man sich in einer Parallelwelt befindet? Super, das? Oder? Was war das? Yvonne Katterfeld. Nee, dahinter. Ach so. War das nicht ihr Mann? Nee. Das war ein Wurm. Das war ein Wurm. Ein Riesenwurm. Das war super, super intelligente Frage letztendlich. Woran bemerkt man, dass man sich in einer Parallelwelt befindet? Es gibt ja die Theorie, dass es ganz viele Paralleluniversen gibt, dass wir uns längst abgespalten haben, dass diese Welt genauso woanders gibt. Dass also in einem anderen Universum genau wir drei auch da sitzen. Und genau das Gleiche erzählen. Und das wissen wir aber nicht. Und es juckt auch keinen. Nee. Also mich persönlich. Aber das ist die Theorie der Vielwelten-Theorie. Ja. Also, wenn ich mir eine andere Welt wünsche, dann wünsche ich mir die Welt genauso wie jetzt, nur dass ihr nicht daneben sitzt. Ja. witzig. In anderen Welten ist das auch so, Olaf. Und woran merkt man nun, wer wo man lebt? Merkt es nicht. Man merkt es nicht. Man weiß es aber. Man weiß es aber. Mhm. Man spürt es. Woran? Woran? Es ist erwiesen. Es gibt Paralleluniversen, aber man weiß es nicht. Ah ja. Mit anderen Worten, wir können ihr nicht direkt weiterhelfen. Also eigentlich. Sie sollte sich mal umgucken. Also was bei ihr im Hintergrund abläuft. Mhm. Ja, so schwer kann das nicht sein. So, wen haben wir denn jetzt als nächstes hier parat?
Das Kölner Rheinenergiestadion ist bis auf den letzten Platz gefüllt nach 90 Minuten unentschieden. Verlängerung. Nach weiteren 30 Minuten immer noch unentschieden. Elfmeterschießen. Endlich ist das Spiel entschieden und der Reporter meint, meine Damen und Herren, die Spieler verlassen auf dem Zahnfleisch das Stadion. Hat das ungekrönte Dreigestirn des Humors schon jemals einen Spieler gesehen, der auf dem Zahnfleisch das Stadion verlässt? Nein, ich auch nicht. Warum heißt das dann so? Aus den Folterkellern. Man hat früher den Leuten die Zähne ausgeschlagen, die Arme abgeschnitten und dann Schubkarre gemacht. Seit 30 Jahren nicht mehr dran gedacht, an Schubkarre gemacht. Und genau, Opa, immer, komm, wir machen Schubkarre, ich will nicht. Und dann hat hier man ist Schotter. Gesagt, nein, dich, doch. Dich ziehe ich jetzt auf dem Zahnfleisch nach Hause, oder? Ja. Oder in den anderen Keller, in den Parallelkeller. In den, die Arme ab, war ein Schubkarre, war so eine meine Güte. Das fällt mir alles wieder ein. Musstet ihr früher auch Flugzeug spielen mit eurem Opa? Na klar. Komm, wir mal am Flugzeug. Natürlich. Dann hab ich keinen Arm und ein Bein und genau. Schlörte dich dann, hat nicht geguckt, steht da ein Baum, irgendwas. Ich habe mal einen Rapper gesehen, da stand was auf dem Zahnfleisch. Das. Aha. Da hat sich irgendeiner was drauf tätowieren lassen, wie oben oder sowas. Ja. Oder irgendwie so ein Rappernamen. Das machen die Leute. Das auf dem Zahn. Stell dir mal vor, du lässt das Zahnfleisch tätowieren. Ja. Warum? Ich könnte mir vorstellen, vielleicht in Blindenschrift, wenn man einen Partner hat. Wenn man einen blinden Zahnarzt hat. Blinden Zahnarzt, genau. Ja. Der das Studium aber besonders fleißig abgeschlossen hat. Der tastet sich dann da durch. Zack, ist die Nase weg. Komm, versuch's noch mal, Johann. Ich versuch's noch einmal. Versuch's bitte. Noch mal. Schubkarre, bitte. Ist halt empfindliches Fleisch, ne? Das müssen wir dann ja, vielleicht... Ja, das ist empfindliches Fleisch. Ja. Vielleicht deshalb, weil es so empfindlich ist. 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 Nächste Frage. Ein wunderschön allerseits. Ich hätte an das Triumvirat folgende Frage. Wie kommt es eigentlich, dass attraktive, intelligente und vor allem witzige Frauen, die obendrein noch sehr gut aussehen und elegante Damen sind, in der Comedy-Branche so gefürchtet sind? Wie kommt es, dass man Attraktivität und Witzigkeit, Humor in derselben Person nicht so recht akzeptieren möchte? Das ist ja ein weit verbreitetes Phänomen. Und in euren Kreisen taucht ja im Grunde genommen die eine Frau auf, die euch das Wasser reichen kann. Wovor habt ihr eigentlich Angst? Vielen Dank für die Antwort. Bevor ich Angst habe, fällt mir jetzt sofort ein. Huh. Ich habe mich selten durch eine reine Frage so zusammengeschissen gefühlt. Weiß aber auch jetzt nicht, auf welches Frauenbild hier angespielt wird. Aber sie hat es schön natürlich rübergebracht. Nee, fand ich auch. War kein bisschen schneidend oder so. Aber ich muss die Gänsehaut wegkriegen unter der Hose und dann können wir die Frage sofort beantworten. Hier wurde so geschossen, oder? Hier kam sowas rüber. Und hier wurde viel mit Behauptungen gearbeitet. Immer attraktive Frauen und witzig. Also ich muss sagen, ich weiß nicht. Es gibt witzige Frauen, aber die sind ja nicht attraktiv. Die sehen immer irgendwie vermatscht aus, finde ich. Also, na ja, jetzt nicht schlimm, aber so ein ist ja auch nicht wild. Und umgekehrt. Und umgekehrt auch. Ja? Mir würde auch einfach reichen, attraktiv zu sein. Es ist halt ein gottgegebenes Geschenk, dann auch noch puppenlustig zu sein. Aber man unterstellt gut, dass wir einfach kein Publikum da haben. Das ist so hilfreich manchmal bei so einer Sendung. Aber sollte nicht heute eine Frau kommen, oder was? Ja. Wenn wir diese. Ja. Naja, das war eine provokative Frage. Natürlich gibt es. Es ist eine Provokation. Komm, so wir zählen nicht, dass attraktiv ein wichtiges Attribut ist, aber komm, wir zählen mal die ganzen lustigen Frauen auf, die wir kennen in der Branche. Ich fange an. Caroline Kebekus. Die. Moment. Mach du erstmal. Was ist los mit euch? Achso, kennst du keine? Klar. Na, Anke Engelke. Anke Engelke. Richtig. Sarah Bossetti. Ja, toll. Weiter. Guter Vorschlag. Du bist dran. Vera Deckers. Vera Deckers. Vera Deckers. Weiter. Puh, das ist schwer. Schwer. Das ist so schlimm. Nein, man hat ja manchmal. Ich
Darum geht es ja, glaube ich, aber auch jetzt gar nicht. Jetzt, es geht ja um alle Frauen. Ich glaube, rein evolutionär gibt es ja für die Frau jetzt nicht den zwingenden Grund, witzig zu sein. Das ist beim Mann ja ganz anders. Der Mann versucht ja mit seiner Witzigkeit das Weibchen quasi zu reißen. Ne? Früher war es so, da zog der Held los in den Wald, um die Gespielin zu beeindrucken mit der Keule und hat irgendjemanden niedergestreckt. Wenn man das heute in der Disco macht, das wird nicht mehr gerne gesehen. Also Ärger mit der Hygiene. Und deshalb verlagert man das halt auf so Spitzfindigkeiten, dass man durch kleine, zotige dann passiert es halt viel schneller, wenn man so was Lustiges sagt, dass dann eine mitkommt. Das sagt man ja auch, die Humorkeule. Die Humorkeule. Ja, los, komm, Anmachspruch. Olaf? Ein witzigen? Guter Anmachspruch, ja. Oh, das ist gar nicht mein Metier, muss ich sagen. Okay. Ich bin ja schon lange mit Carola zusammen und das ging, damals ging es noch ohne. Johann, Anmachspruch? Sie sind von einer attraktiven Frau kaum zu unterscheiden. Nicht schlecht. Und dabei keine Miene verziehen. Und dann okay. Sie sind hast du einen, den ich auch anwenden könnte, wo du sagst, der wirkt garantiert? Gibt Ich halte mich da mal an den großen Atze Schröder mit, auch hier. Sowas finde ich halt stark. Leute ansprechen, sagen, auch hier, das ist Atze. Und das ist, nee, ich finde, es sollte mal ein Revier geben, wo solche Sachen drinstehen. Sowas ist geil, da kann einem nie, das kann nie, also ist eine Frage und eine Feststellung zugleich. Da bist du auf der sicheren Seite. Auch hier? Das ist aber so eine Kackfrage. Das ist genau wie, wenn du bei Leuten zu Besuch bist und sagen, hast du gut hergefunden? Ich sag dann auch mal, nee, ich bin immer noch auf der B1. Was ist das für eine Kackfrage, weißt du? Hast du gut hergefunden? Hatten Sie eine gute Anreise? Das möchte man in Hessen wissen. Da habe ich ein eigenes. Frag nicht. Johann, hattest du heute eine gute Anreise? Nee, ich bin ja gestern schon angereist. Ah, hört. Aber ich kann gerne, wenn du möchtest. Ja, bitte, hast du einen Anmachspruch? Nein, aber ich habe eine klassische Antwort zu, hattest du eine gute Anreise? Also, wenn ich ins Motel gefragt werde, antworte ich para immer. Ja? Pauschal mit. Nein. Nackt und in Flammen bin ich die A2 runtergelaufen. 4 Tage lang mit baumelndem Pillemann. Aber ich... Nur von dem ernährt, was der Straßengraben hergab, also Kriecherei und Gezücht. Dann hatte ich eine Weiterreise. 3 Tage lang mit dem Mund auf der Anhängerkupplung eines polnischen LKW bis Salzgitter. Da stand eine schwarze Kutsche, darauf saß ein Buckliger. Da sagte der Graf, erwartet Sie und nun bin ich hier. Das antworte ich pauschal in Hotels. Und die Leute im Hotel antworten daraufhin immer, das ist schön. Frühstück ist von 8 bis 10. Das ist, von daher ist egal. Ja, verstehe. Ja, also es kam ja hier durch bei der, wie hieß sie denn? Desiree Nick. Dass sie, dass wir... Eine sehr lustige Frau. Absolut. Die haben wir gar nicht aufgezählt. Ja, aber dafür, dass sie Nick heißt, wollte ich bei der Frage den Kopf schütteln. Ganz ehrlich. Naja. Ich habe dich unterbrochen. Dass wir keine attraktiven Frauen in unserer Runde ertragen können, das ist hier die Kritik. Und das ist natürlich Quatsch. Ich hatte das Gefühl, sie zielt auf irgendwas Spezielles ab, aber ich komme nicht dahinter. Denn ich habe es ja eingangs der Sendung bereits erwähnt. Wir haben ja heute eine Expertin zu Gast, die wir jetzt hier begrüßen. Also ihr könnt die Frau reinbringen. Wie bitte? Oh. Ich erfahre gerade, die Sendung ist schon zu Ende. Oh. Das ist jetzt natürlich schade, da... Können wir nichts machen, ist vielleicht auch besser so, wer weiß. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. In jedem Fall würden wir uns freuen, wenn Sie uns gewogen bleiben, dass wir uns auch in der nächsten Woche wieder zum Gipfel treffen. Wiedersehen.